Alles klar, mein oberster Jao. Wenn man von der anderen Uferseite, ja, unsere Siedlung anguckt, was fällt sofort auf? Dass da ein nackter Typ rumrennt? Nein, Floßhaus. Das passt überhaupt nicht rein. Boah, ich habe 2 Wochen kein Bier getrunken. Ich habe richtig Spaß in meinem Leben. What the fuck? Würde mir lieber schießen als Kippe. So, okay, kommt her. Und dann gehen wir ganz schnell da rein, bevor die Bösen von den Spawner da sind, ja? Ja, ich bin schon drin. Da. Da ist ein Dach kaputt gegangen. Also wir haben im schlechtesten Fall haben wir Berserker direkt vor der Tür stehen. Ja, im besten Fall ist er einfach wieder gegangen oder prügelt sich mit was anderem. Okay, lass hier drüben als erstes die Seite checken. Alter, dass hier keine Gerüchte aufkommen. Ich hab sogar schon 2. Okay, hier sind, kommt ja rein, hier sind 2 Bogenschützen. Ein Bogenschütze, nee, gar kein Bogenschütze, aber verwendet insgesamt. Na. Das sind noch 2. Hier drüben an der Wand waren die. Warum geht dieses Dach da nicht drauf? Unterkonstruktion. Meinst du es noch innen? Ich glaube, die Unterkonstruktion ist gerade mein Problem. Warte mal. Ich komm mal kurz gucken. Das sitzt nicht richtig. Hier ist ein Spawner. Also das linke passt, das linke, mit dem ich zufrieden bin, mit dem rechten aber nicht. Ist kaputt, ne? Warum nicht? Das rechte ist falsch, das da hinten ist nicht korrekt. So, wir haben wieder ein. Ich will hier nur noch ein Dach drauf. Ja, gut. So machen und dann. Ja, das hast du. Nee, das sitzt auch nicht richtig, oder? Sehr gut. Das haben wir, das haben wir. Okay, hier haben wir alles. Hast du die Balken weggerissen? Kann man hier drin zufällig was bauen? Franz? Ich glaube ein Lagerfeuer. Meine Keule ist halt kaputt. Ich verstehe keine Ahnung. Franz, hast du die Balken weggerissen? Habt ihr eine Axt mit? Nehmt die Axt einfach. Kommt ja, hier geht's noch rum? Dann müssen wir jetzt vorher auch drauf. Macht mein Haus kaputt! Du hast die weggemacht, ne? Genau. Und okay. Das setzt du einfach in den Balken gelockt noch so einen anderen Balken rein. Damit du eigentlich halten. Genau. Da müssen wir jetzt den Balken in die Mitte setzen. Und dann machst du da oben noch so ein. Das war nix. Ich hab noch 5 Sudlingkerne, genau. Ja. Oh, perfekt. Und die Kiste noch. Ich loot einfach alles raus, weil ich das alles sammeln kann. Oh, das können ich kann aber den Balken da auch nicht mehr setzen. Doch, den Raum hast du schon, ja. Doch, das hab ich, das kann ich noch. Okay, jetzt können wir hier zurückgehen, wir müssen hier alles haben. Boah, nee, das ist falsch abgebogen. Kann man auch Dachfenster bauen? War das in die Richtung? Ja, nee, jetzt bin ich auch über. Hier ist zurück. Hier hinten ist das. Okay. Sehr gut. Hauptsache, ich kann den Sonnenaufgang angucken. Okay, dann jetzt hier rein. Mit meinen Mädels. Mit Girlies in der Haus. Oh, hier ist auch noch einer. Nice. Ach, perfekt. Weil haben wir jetzt hier drin. Ich hab ja gehört, nächste Woche spielt Sandy und Caro mit bei Valheim. Na endlich, wurde mal Zeit. Das glaube ich auch. Wir haben hier ja noch Platz. Hier fehlt noch ein Pfosten. Aber nur wenn du das Schlafzimmer schon baust. Das Schlafzimmer? Das ist der Schlafzimmerkeller. Die Frauen wollen noch ein Nest haben. Was? Warte mal. Irgendwas passt denn. Ach, du hast schon einen Pfosten reingesetzt? Da ist einer. Aber hier ist mein Pfosten weg. Jetzt wieder einer da. Ist das ein dichtes Dach, ja? Kannst du jetzt unten dein Dach wieder abreißen, oder? Alter. Jetzt ist da kein Dach. Ja, hier ist noch eine Tür bei mir. Franz! Ja. Was hast du denn da gemacht? Nix. Ich hab schon abgemacht, weil ich dicht war. Ja, du hast es gerade abgerissen. Und da sind wir gekommen, I guess. Okay, dann haben wir es, oder? Wie viele habt ihr? 6. Ich hab keine mehr. Okay, und ich hab 10. Das heißt, es reicht, wir können zurückgehen. Wir kriegen 2 Ofen und einen Dingsbumsofen. Da hängt da auch Holz drin. Wie kriegt man jetzt oben zu? Warte. Sind die Bösen noch da? Nee, sieht so aus. Lasst einfach laufen, da schaffen wir noch ein bisschen was, oder? Jetzt ist dicht. Direkt zurück? Genau, ich würde direkt zurücklaufen. Schmutz, warum hält's nicht?
Ich würde auch alles ignorieren, was uns jetzt einfach hinterher. Alter, da hängt ein fetter Balken! Ja. Der war überflüssig, oder? Vor uns. Hammer, oder? Schlecht, dass du abgerissen hast. Den Troll willst du nicht ignorieren? Der war doch. Nee, alles ignorieren. Also, sieht doch so aus, als würde es heben. Den könnte man nochmal töten. Was meinst du, Franz? Kann ich hier oben mein Bett hinbauen? Jetzt können wir unten dein Dach wegreißen. Theoretisch. Den Tisch kann man ja von mir aus mal stehen lassen. Auch eine super Frage gerade im Discord. Was? Da geht's nur um Kinder. Zwischen mir und Sandy. Nee. Vielleicht. Da will jemand Siedler 4 spielen mit einem Kumpel, aber die CD ist kaputt. Ob es einen Crack gibt oder so dafür. Wo liest du das? Ja, ist im allgemeinen Chat. Im Discord oder was? Discord-Chat, ja. Ja, gut, er soll sich die History Edition kaufen. Das hat Yannick ihm auch gerade gesagt. Alles so, andere darf ich zwar hören, aber meine Brücke. Wie weit muss diese blöde Werkbank zugebaut werden? Ob hier ist den Boden weg? Natürlich. Ah. Ein Dach rüber, zwei Seitenwände, fertig. Ja, das hab ich ja gemacht. Wenn du Pech hast, musst du noch eine Seitenwand mehr reinziehen. Reicht das schon? Handwerkstation hat nicht genug Platz. Ja, die ist los. Das ist, was ich meine. Warum? Beginnt das jetzt nicht? Sag jetzt nicht, ich habe schon wieder kein Holz. Doch, ich habe Holz. Ach Gott, meine Dinge. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Im Twitch-Chat geht es gerade darum, um Kinderplanung zwischen dir und Sandy? Nein. Ja, also zumindest versucht mir Marcel da irgendwas anzudichten. Ne? Also komm, ich habe jetzt um das ganze Ding ein Haus gebaut. Du willst mir das nicht erzählen, dass das immer noch nicht geht. Hast du so ein richtiges Dach drüber? Ja, ein Strohdach. Ja, lass Patrick das mal machen. Was denn? Was ist mit meinem Dach? Sieht doch gut aus. Au. Nein? Diese Handwerksbänke hat die. Leg überall Holzbretter noch rum. Ich bin auch super gespannt, ob das Haus vom Flo jetzt noch steht. Komm mal, steht noch. Ich muss jetzt gerade. Ich struggle auch gerade ein bisschen mit dem Dach. Ja, aber es sieht noch genauso hübsch aus wie vorhin. Geht die Gold-Edition für Multiplayer nicht mehr. Patrick, hinter dir. Schau mal. Also wenn die im LAN spielen, dann brauchen die natürlich die Gold-Edition. Was, wo bist du, Hans? Ah, Kevin antwortet. Da gibt's eine richtige Analyse. Becher und ringsum zugebaut. Ich kann die nicht benutzen. Das müsste doch richtig sein. Komm mal mit, Franz. Wir gucken uns mal die andere Werkbank an. Die da bei deinem Turm steht. Da? Weil die funktioniert doch, oder nicht? Kann es sein, dass die noch hier, dass ihr die ein bisschen zu weit habt, dass der Radius nicht mehr erweitert wird? Guck mal hier, Franz. Was ist hier anders? Du bist der Fachmann. Ja, das Dach ist ja einfach nur andersrum gesetzt. Ja, da mach das doch so. Baust so. Aber ich finde das schön, dass ihr meine kleine Butze da anguckt. Ja, die funktioniert. Ja, das funktioniert halt und dasselbe, was ich da drüben habe, funktioniert halt nicht. Dann musst du die Werkbank vielleicht ein bisschen weiter rein oder raussetzen. Du darfst sie auch nicht durch die Wand hinten raussetzen. Und die steht genau im Radius drin. Also perfekt. So, Flo, mach du das mal. Patrick und nee, Franz. Nee, Flo, mach du mal dein Haus weiter. Lass das mal lieber. Ach, Flo. Alles gut. Alles gut. Kommt man hier irgendwo hoch? Ja, einfach Ausdauer und danach rüberschwimmen und dann einfach springen. Und sobald man halt steht, passt das. Und dann halt kurz warten, bis man wieder regenerieren kann. Und genau so gebaut. Das funktioniert. Auf der Innenseite. Ja. So. Ich glaube, also ich, das ist jetzt mal ganz ehrlich, ne? Es ist schon wieder Nacht. Kann doch gerne einer mal von euch den Eiktier-Buff noch raushauen. Patrick ist doch der Scheich von Kralz. Nee, du musst viele zusammen. Viele Frauen und viel Geld. Ja, zusammen. Ist schon richtig, aber okay. Die sind ja auf alle anwendbar. Flo, perfekt. Bitte, ich bitte um Hilfe. Was denn du für Leuchtturm? Wie löst man den eigentlich aus? Mit F. Richtig verwinkelt, die Bunte ist ja richtig nice. Ja. Jetzt muss ich das Dach ist nur gerade eine Herausforderung. Alles okay? Geil. Das Dach. Herrlich. Wer ist denn da so weit im anderen
gerade, das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Seldimo ist soweit da draußen. Ich denke, das sind quasi die Bäume, die sie jetzt noch fällen können. Die haben bestimmt bis dahin schon alles abgeholzt. Aber kannst du mir vielleicht mal helfen, kurz? Mit der Leitbank? Oh, da muss ich. Ja, da sollte man nicht unbedingt runterspringen, das tut weh. Also auf der Brücke habe ich jetzt eine Werkbank gebaut. Die habe ich genauso gebaut wie die, die hier im Dorf steht. Das funktioniert nicht. Ja, das habe ich schon gesehen. Also. Oh Leute, das sieht ja richtig gut aus. Das sieht ja aus, als ob ihr ein Boot gebaut hättet. Was? Seid ihr mal wieder da? Ja, wir haben, wir können jetzt richtig hart in die Industrie gehen jetzt. In die Industrie? Was passiert, wenn wir hier jetzt nochmal eine Werkbank finden? Nee, eine Werkbank steht hier drin. Wo wollen wir das hinbauen? Die ist ja richtig, die funktioniert. Aber die da hinten funktioniert nicht. Aber wenn ich denn jetzt den Hammer anlege, was zeigt er denn? Sagt der Radius geht nur bis hier. Also, wir hatten mir eigentlich dieses nice Kreuz dahin gesetzt. Wo soll er? Wo soll er hin? Lukas, ich kann den Schmelzofen setzen. Ich will auch gerade, ich habe Steine gesucht. Genau, warte. Was, wir haben Schmelzofen? Die Frage ist halt, wo wollten die jetzt was bauen noch? Oder seid ihr jetzt fertig alle mit Häuser bauen irgendwo hin? Nö, wir fangen gerade erst an. Oder will jemand so eine richtig krasse Schmiede? Was ist denn das hier? Nee, wir brauchen schon Platz. Wir Flo, dein Besucher hier. Ja, ich hab's gerade gemerkt, Elektriker. Hier, der Unsinn hier kann doch weg, oder? Das braucht doch keiner mehr. Was? Hey, was kann weg? Ja, ist schon abgerissen, alles gut. Ja, der Turm von Franz ist jetzt weg. Ja, wo kommt denn das Vieh her? Okay, warte. Auf eine Tor. Wir müssen das. Ja, bin geh ich mal kurz weg, Henny. Geh mal kurz weg. Ah, du ebnest ja gerade. Hier fliegt. Schätze uns, da geh noch mal raus, ne? Ich wollte gerade sitzen. Jetzt ist uneben. Ich weiß mir auch gerade keinen Rat mit der Werkbank. Ja, okay, perfekt. So. Werkbank bitte, der Ahnung. So, hier schmeißen wir schon mal Holz rein. Aber Flo, direkt neben geil, den. Geile Hütte, ne? Genau. Also. Da baust du direkt daneben ein und dann bauen wir direkt noch ein, zwei Schmelzöfen daneben. Moment, aber die müssen halt ein bisschen Eingang. Platz haben in beide Seiten, weil du quasi noch Zeug reinbekommen musst. Ja, ich guck gerade nur, dass es so passt, dass Bier der Eingang leer, auch übrigens. Entsprechend... Hi Thomas. Henny, hast du Zeit? Nee, ne? So? Ja, genau, und dann setzen wir noch einen daneben. Den machst du dann. So... ist kein... Doch, hier ist Platz, perfekt. Ah, lauf mal raus da bitte, Henny. Lauf raus. Entschuldigung, ja. Komme ich jetzt bitte wieder den Pixel? Danke, perfekt. Okay. Dann brauchen wir Holz, was wir in den Ofen dort rein tun, für die Kohle. Gib gern Holz. Hab ein bisschen Holz und die Kohle schmeißen wir direkt hier an die Seite. Genau, Dax oder so holt schon mal den. Franz, wie läuft's mit der Brücke? Was soll ich holen? So, ich habe schon den Stuff geholt, also okay. Den wir haben. Und dann packen wir hier erstmal hier mit Kohle noch voll, was ich hab, und dann rein. Ah, geh mal weg, Raube. So. Kommst du klar? Hinter dir kommt der Nächste. Oh. Ich helf dir. Ja, ich hab eine Axt und keine Hose mehr. Wo ist meine Hose hin? Du hast keine Hose mehr. Ey, Alter. Ich hab eine Hose. Easy. Also, so wird es nichts mit Karo ohne Hose. Wobei, wer weiß. Der einfach in den Ofen direkt hier reinschmeißen. Genau, Holz einfach hier alles rein. Der ist gebackt, ne? Ja, der ist gebackt. Und der drüben, den habe ich auch gebackt. Ich habe hier 3 zu viel reingeschmissen. Wir sind 13 von 10. So, die Bienen können wir auch ernten. Ich kann keinen Bogen schießen. Bei 4 sind die immer voll. Mehr als 4 können wir nicht halten. Kupfer. Patrick wirft heute für Franz die Angel. So, das. So bin ich. Was? Okay. Hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ne? Ich hab's auch nicht verstanden. Macht ja nichts draus. Gut, das sind wir schon mal 2. Einfach nicken und. Bitte was? Einfach nicken und ja sagen. Ach so, nicken. Lecken verstanden. Was? Das wird nicht besser. Caro, ich kann dir den nicht verkaufen. Das geht einfach nicht. Ja. Langsam wird's sehr merkwürdig. Es ist hoffnungslos. Ja, kann ich gar nicht verstehen. Alter. Oh.
Bei mir ist irgendwie gerade alles buggt, wo ich was reinschmeißen will. Hängen geblieben, Mann. Und damit der Turm dann richtig ist, braucht man dann die nächste Stufe der Holzbalken. Er hält jetzt mal, aber zufrieden bin ich damit definitiv. Ups. Dax, alles gut? Du gerade? Dass du den Turm hier repariert hast? Ja, ich fahr gerade rum. Ja, so. Ja, wo? Wo muss ich hin? Komm mal zur Brücke bitte. Ich komm da mit meiner Werkbank nicht weiter. Deine Werkbank, die hier. Ja, die will nicht. Die will nicht. Hat nicht genug Schutz. Okay. Muss ich da zwei Wände davor bauen? Nee, oder? Ist jetzt echt meine Axt kaputt. Nee, wenn man es nicht macht, dürfte das schon gehen. Nicht genug Schutz. Okay, dann muss man doch noch ein bisschen mehr. Hey Franz, wenn ich jetzt zu dieser Brücke schwimme, komme ich da hoch? Oder nicht? Nein. Wie bist du rübergekommen? Ganz durchgeschwommen? Geht das? Reicht das von der Energie her? Ja. Also nein, du kriegst Schaden. Ich krieg Schaden. Also Patrick, wenn du so absäufst, ich rette dich. Du gibst schön Mund zu Mund Beatmung. Ach, der Typ hat echt einen Knall. Apropos ein Knall. Hi Pauli, grüß dich. Der hat auch einen Knall, meinst du? Mega Knall. Bruder. Ja, das ist ja, richtig krass. Ah, jetzt geht's. Hä? Jetzt. Was wollte ich jetzt hier drüben? Ach so. Nein. Oh nein, meine nicht runterfallen. Axt. Nicht baden gehen. Nee, ich will nicht baden gehen. Ich will nicht die scheiß Brücke fertig bauen. Steinaxt. Ich dürfte gehen. Nicht genug okay. Stein. Was? Jetzt funktioniert's. Benötigt Ausbaustufe. 4. Können wir keine Steinaxt Level 4 haben? Kann das sein? Ja, wenn du halt noch steht, dass du quasi noch eine Stufe benötigst an der Werkbank, dann noch nie, dann fehlt halt noch was. Timo. Wie repariere ich? Nur reparieren? Ich habe immer Update gedrückt. Ja, einfach nur auf reparieren. Du reparierst einen Teil nach anderen. Ach hier. Okay. Uff. So. Hast du die Schmiede gebaut schon? Nee, ich habe gerade in den Schmelzofen 43 Holz reingetan von 25. Nice. Haltung annehmen. Wir bauen die Schmiede dann einfach hier daneben. Was ist denn das? Kann das weg? Ist das Müll? Ja, ne? Das ist Patricks erster Versuch gewesen. Ja, das ist also Abfall. Okay. Es auf. Was? Dann bauen wir hier quasi die Schmiede hin, dann müssen wir da nur nochmal die Bienen umsetzen später. Mhm. Und wir können uns eigentlich mal eine Kiste hier draußen hinstellen, dann müssen wir das nicht mal reinbringen, dann können wir das gleich hier draußen lagern. Geh ich nochmal Holz organisieren. Oder reicht das hier? Bin gerade schon dabei. Oh, ich kann das nicht aufheben, okay. Kohle, kann ich die aufheben? Ja. Das ist super. Fliegt das Fleisch nach oben und dann kannst du es aufsammeln. Naja, das leckt richtig hart hier. Boah, fun. Kein Holz. Nein! Oh, Mann! Franz? Nein, das war doch ach. Der schwimmt da ohne Hose. Ich hab doch eine an! Sicher? Oder du hast so dünne Spargelbeine, ich weiß auch nicht, was da los ist. Prost. Ich auch so. Du Wichser! Ich wollte eh darüber. Jetzt bin ich schwimmen Level 7, alles gut. Das war die Vorlage. Boah, das hier. Ich hab's gar keine Witze noch, Mann. Boah, lieber mal meine Brücke fertig. Ich will mein Imperium erweitern. Alles klar, mein oberster Jarl. Wenn man von der anderen Uferseite, ja, unsere Siedlung anguckt, was fällt sofort auf? Dass da nackter Typ rumrennt? Nein, Floßhaus. Das passt überhaupt nicht rein. Nur weil ich es rund baue. Das ist wie der Druide bei Asterix und Obelix
der nicht singen kann. Der wohnt doch auch irgendwie auf dem Baum. Jetzt bin ja meine Baumstämme geklaut, Alter. Ich glaube, ich rost aus. Was? Dich befreundet, Felder? Ich bin der Baumeister. Ja, ja, nix Baumeister Vorrang. Wenn du eine Axt haben willst, dann lieber freundlich, ne? Wir haben doch eine Axt. Gibt's da eine richtige Axt? Ja, ja, wir können da noch eine richtige Axt machen. Jetzt streitet euch doch nicht. Ich wurde heute schon genug gestritten. Ich will eine Axt. Wo ist der eigentlich? Wo hackst du? Ach, du bist gar nicht bei mir. Aber ja, auch wenn man von der anderen Seite guckt, Patrick fällt dieses Haus auf. Ich glaube, er baut eine Mühle. Eine Windmühle, machbar. Ja. Eine Windmühle könnte. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was er da wirklich treibt. Das ist ja doch überhaupt. Aber macht euch nichts draus. Nicht so. Das Ding wird nicht lange stehen. Ich zieh unten einen Forst raus. Dann reiß ich deinen scheiß Steg ab. Moment mal, da kriegst du es mit mir zu tun. Doch, mach das mal bitte, vielleicht wird es dann auf zu lecken. Ich glaube, die Caro hat in 7 Tagen Geburtstag. Kann das sein? Ja, hab ich auch gerade gesagt. Streamst du in 7 Tagen? Ihren Geburtstag? Ja, vielleicht, kannst du ja machen. Geburtstagsstream für Caro? Klingt doch nach einer Idee. Ja, mach doch mal was für deine Community. Ja. 24 Stunden Stream. Das will er ja nicht. Ich habe ja schon auf 6 Stunden runtergehandelt, aber selbst da sagt er, nö. Achso, ja, ich habe die Schmiede schon mal hingesetzt. Dann okay, dann müssen wir quasi noch einbauen. Da habe ich schon eine geile Idee. Warte, wir aber da sollte ich kein Holz mehr. Wenn du das meiner Frau erklärst, dass ich einen 6-Stunden-Stream machen muss, dann mache ich das. So. Weiter. Gegebenenfalls noch eine Truhe irgendwie neben die. Läuft. Hilfe. Alter, was ist Menker? Ja, es ist... Können wir das eine nochmal wegmachen? Das ist ja gerade im Weg. Oh, ups. Das muss noch mal kurz. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr habt jetzt Ressourcen für geile Äxte? Nee. Noch nicht. Wir müssen erstmal andere geile Dinge machen. Wie zum Beispiel geile Spitzhacken. Braucht kein Schwein. Holz ist das, was man braucht. Das klang jetzt nicht pervers. Das war jetzt noch voll im Rahmen. Hätte es der Franz ausgesprochen... Nee, die Kiste muss auch nochmal weg. Die Kiste ist auch falsch. Wir müssen die auch anders hinbauen, weil hier gibt es noch lauter Zeug, mit was man dann die Schmiede upgradet. Ja, aber das muss ja nicht direkt daneben stehen. Doch, das muss in der Nähe stehen. Ja, in der Nähe. Aber es muss ja nicht super direkt daneben stehen. Aber die Kiste braucht man nicht... Ah, scheiße. Fuck. Fettfinger, so, zack. So, mal genug Holz. Weiter geht's. So. Na dann, Caro, lass dich voll laufen. Aber nicht vor der Prüfung, das ist schlecht. Und was bist du dann, Caro, nach deiner Prüfung? Bist du Baumflüsterin. Oh, was ist Baumflüsterin? Was ist unser... Chatvorleser? Nein, der andere Baummensch bei uns. Wer ist er denn? Chatvorleser? Nein, der Flo ist der andere Gärtner meistens. Aber was ist das nächste? Baumschüler? Nein, es ist eine andere Sparte. Baumschulgärtner ist eine andere Fachrichtung. Ich setze die Bienen mal hier. Caro ist nämlich auch Baumschulgärtnerin. Baumschulgärtnerin. Korrekt. Ich bin Zierpflanzengärtner. Dann muss ja Caro hier mitspielen. Hier geht's nur um Bäume in dem Spiel. Mein Name ist Baum. Ich um mein Holz. Das ist meine. Ich um mein Holz. Oh, ich hab 50 Dings wieder in den Ofen reingepackt hier. Ja, warte, ich hab hier noch 29. So. Es ist so buggy, die Scheiße. Krass. Hinter dir liegt das. So. Ich bin, glaube ich, gerade voll, aber wir können hier. Warte, die Kiste. Doch, die können wir hier hinstellen an die Seite. Was ist das Monster hier? Und da können wir erstmal den ganzen Stuff reintun, den wichtigen. Und auch von drinnen den wichtigen. Lässt du im Flo sein Haus in Ruhe? Ich wollte auch gerade sagen, was wird denn da unten? Was brauchst du denn alles hier? Wahrscheinlich die Erze, Holz und Kohle, oder? Genau, und wir können dort auch die Lederschnipsel reintun. Also die Wildschwein und Hirschleder. Ey, der Lukas war beim H&M. Eindeutig. H&M? Alter, was macht ihr hier? Ja, der hat jetzt richtig krasse... Eigentlich ist er Schalke-Fan, deswegen... Läuft ja im Blau rum. Also, ich krieg jetzt noch keine Axt von euch, oder wie?
Nee, wir haben jetzt eine Schmiede, du kannst jetzt nicht. Du kannst jetzt hart hier. Also ihr könnt gerne Holz opfern und dann können wir drüber verhandeln. Was? Sonst sieht's gerade eher schlecht aus. Das Prinzip von Koop hat er nicht verstanden. Lasst auch einschmelzen. Naja, die einen bauen eine Brücke und einen Leucht-Windmühlenturm-Gedöns. Genau. Und Leucht-Windmühlenturm. Also, die einen, ich fühl mich die auch einen tun was Produktives und der Flo macht was anderes. Also, ich meine, ich bin ja gewöhnlich auch aus Friesland und ich fühle mich schon manchmal ein bisschen heimisch, wenn ich jetzt so in die Weite blicke auf unser Dorf hinab und dann diesen Turm sehe. Perfekt. Zack, das. Caro, was meinst du? Wo bauen wir unser Bett hin? Hier vielleicht? Das lassen wir. Perfekt. Ich laufe gerade nochmal rüber und hol das restliche Kupfer. Ja, ich komm mit. Wir müssen eh zweimal laufen oder so. Das kann gut hinkommen. Ist jetzt eigentlich mal die komische Brücke fertig, oder? Ja. So rum. Bäh. Spawnpunkt gesetzt. Yeah! So. Du dürftest theoretisch nicht mal nass werden. Yeah. Das wird kuschelig. Ja, das ist der Plan. Schönes Castingbett. Ich will noch eine Casting-Couch. Ich hab schon wieder kein Holz. Ein Läufer noch? Oh. Ich schmelz einfach weiter. Aber das war echt. Jojo. Ja. Bei dir, Patrick. Was? Ich hab Pornokeller bei dir. Oh. Das ist so geil. 41 von 25. Das ist. Ja. Keine Ahnung. Verdammt, jetzt hab ich auch kein Holz mehr. Feuerstein brauche ich dafür, okay? Es ist voll, okay. Die ist noch nicht voll. Also wir brauchen dann unbedingt den Flug, was wir als erstes mitbauen. Aber dafür brauchen wir Edelholz, hier in irgend so einem bestimmten Holz. Genau, da brauchen wir, also wir bauen eine Axt, wir bauen einen Flug. Man kann mit solchen Lichtfackeln nicht seine Bude abfackeln, oder? Nein. Nee. Gut. Also es wäre mir nie bekannt, aber du wärst der Erste, der es schaffen würde. Ja, das, ja. Wäre auch okay. Challenge. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser Kohlemeiler langsamer ist. Ja, der ist langsamer an sich. Kannst du es quasi so, also wenn du halt alleine spielst, dann machst du das quasi voll, bevor du schlafen gehst, dann machst du früh auf und ist quasi komplett leer alles und ist fertig. Er hat quasi. Ey, wir haben noch nie geschlafen. Unser Dorf schläft nie. Ja. Also wirklich so. Sleep is for the weak. Warum habe ich jetzt Kohle gefunden? War wir hier ein Funst, Handy hier was weggeschmissen hat, um das Zimmer zu nehmen, was da war. Ja, das ist korrekt. Genau. Okay. Aber danke, dass du das extra nochmal aufhebst. Ah, ja, das sind unbeabsichtigt. Geht das? Ja gut, dann lass voll machen und wieder zurücklaufen. Hier erschreckt nicht hinter uns mit ein paar Duschen daher, die ein bisschen wild sind. Ha! Oh komm, das ist doch. Mann, jetzt kann ich keine Windmühlenflügel machen. Das geht nicht. Warum willst du eine Windmühle bauen? Frag nicht. Lass es einfach. Ich hab mich jetzt auf die Idee gebracht. Ich dachte so, das könnte ja gut aussehen, aber. Aber du musst das so sehen, du kannst in dem Spiel wirklich eine Windmühle bauen. Ja. Aber warum? Die funktionieren also, die nachher oder wie? Ja, die funktionieren dann auch zum Getreide machen. Aber ich sag mal so, du bist noch viele, viele, viele Stunden davon entfernt. Na gut. Ich dachte, also ich viele Streams. Optisch einfach mal eine, ja, aber das kann nicht. Er hat's ja schon mal so ungefähr. Und Franz gebaut. Läuft? Läuft. Die zwar an der Seite ein bisschen abgemodert schon aussieht. Ja, das Holz verfärbt sich halt automatisch. Also. Ja, wenn es nass wird, kein Dach drauf. Ist ja Dach drauf jetzt. Ja, jetzt. Reparierst du und dann sieht's wieder gut aus. Wie repariere ich denn das überhaupt, ohne es abzureißen? Franz ist eine richtige Badenixe. Du drückst Mensch, auf Franz, Caro lässt Hammer, nicht locker. Macht's rechtsklick und sagst zu. Reparieren. Ganz vorne immer das Hammer-Symbol. Dann kannst du mit links klicken. Ah, ich bin gleich im Mob. Mehr fällt dir dazu nicht ein? Ich so. Patrick.
Bronze. Hoffnungslos, der kann Typ. Was machen wir mit Bronzenägel? Da wenn du noch eine Strafe kriegst dafür. Hoffnungslos. Ich habe doch viele so Lager, aber das kann man nur auf Stream erzählen. Was ist, wenn wir ein Lagerfeuer auf unsere Brücke bauen? Ach, das geht gar nicht. Oh ja, super Idee. Ja, wegen dem Abfackeln und so. Ne, es gibt später eine Feuerstätte, die ist vom Stein umrandet. An sich braucht ihr eigentlich aus Holz gar nichts krasses bauen, weil am Ende baust du eh aus Stein, weil Stein viel geiler aussieht. Na toll. Danke für dir. Ja, dann reißt nochmal alles ab, was hier steht. Wir leben einfach wie die Wilden. Um so ein kleines Feuer rum, machen ein bisschen Tanzen und Uga Uga und dann... Tanzen und Uga Uga. So wie damals.